Sie ist hoch. Das ist Haschmat, Flüchtling aus Afghanistan. Haschmat lebt in Seligenstadt, lernt dort seit einem Jahr Deutsch. Wenn es nach den Behörden geht, allerdings nicht mehr lange. Haschmat soll zurück in seine Heimat. Davor hat er Angst. Ich kann nicht leben in Afghanistan. Ich gehe in Afghanistan, Taliban sagt bei mir, warum du nicht arbeitest mit mir? Warum du gehst in Ausland? Du kannst arbeiten mit mir, aber ich kann nicht arbeiten mit Taliban. Haschmats Asylantrag wurde abgelehnt. Es geht um die Frage, wie sicher ist das Bürgerkriegsland Afghanistan? Teile davon stuft die Bundesregierung als sicher ein, hier in Grün. Wer wie Haschmat von dort kommt und in Deutschland kein Bleiberecht besitzt, soll wieder zurück nach Afghanistan gebracht werden. Am Frankfurter Flughafen sollte deshalb heute Abend eine erste Maschine mit 50 Flüchtlingen in Richtung Kabul starten, unter lautstarkem Protest. Doch vor wenigen Minuten hat das Bundesverfassungsgericht die Abschiebung eines Flüchtlings zunächst gestoppt. Schon zuvor hatte im Landtag die Linke die Sammelabschiebung heftig kritisiert. Wenn es rechtmäßig ist, Kinder, Frauen und Männer, selbst Kranke in ein Kriegsgebiet abzuschieben und deren Leben und deren Unversehrtheit zu gefährden, dann hat das mit Recht nichts zu tun, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung hatte die Länder dazu gedrängt, Flüchtlinge vermehrt nach Afghanistan abzuschieben. Hessens Innenminister Peter Beuth weist deshalb die Verantwortung von sich. Zuständig für die Prüfung und Entscheidung, dass ein abgelehnter Asylbewerber ausreisen muss und ansonsten abzuschieben ist, ist ausschließlich das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Wir machen uns die Rückführung nach Afghanistan trotz der mit der dortigen Regierung getroffenen Übereinkunft nicht leicht. Das gilt nach meiner Einschätzung auch für die Bundesregierung und ich sage ausdrücklich auch für den Bundesinnenminister. Der Global Peace Index spricht eine eindeutige Sprache. Er weist Afghanistan als viertunsicherstes Land der Welt aus. Haschmat ist deshalb traumatisiert, sagt er. Er leide unter der Angst, wieder nach Afghanistan zu müssen. Ich habe ein Problem mit meinem Kopf. Ich kann nicht gut schlafen. Ich kann nicht gut essen. Das sind alle Probleme. Ich habe Bauchschmerzen. Tut mir alle. Ich habe Probleme hier. Er sagt immer, ein Brief kommt und sagt, du musst zurück nach Afghanistan. Die Hoffnung, in Deutschland zu bleiben, hat Haschmat noch nicht aufgegeben. Er will Geld sammeln und dann gegen seinen abgelehnten Asylantrag klagen, um nie wieder zurück in den Bürgerkrieg nach Afghanistan zu müssen.